Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Meine kleinen Freunde, was geht? Hallihallo. Heute werden wir gemeinsam Passepartout sich der Wing Artist spielen. Passepartout. Passepartout. Leute, viele werden jetzt sagen, ich hab das schon bei PewDiePie gesehen. Wir auch. Richtig, wir haben es genau von PewDiePie und wir fanden das Spiel so schön, dass wir dachten, das verdient ein wenig künstlerische Aufmerksamkeit unsererseits. Wir sind beide begabte Künstler. Außerdem, Leute, ist gerade Sommerloch auf YouTube und wir müssen irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Da dachte ich, Leute, wenn ihr vielleicht einfach ein paar Bilder davon kaufen würdet, wäre das super. Fangen wir an mit einer neuen Karriere. Oh, Akt 1. Neuer Anfänger. Hallo? Oh. Ach, man arbeitet so hoch quasi, ne? YouTube. Klicke auf die Staffelei, um mit dem Malen zu beginnen. Ja, ist machen wir mal. Ist das wie dieser YouTube-Simulator, wo du so Videos immer machst und das dann halt immer besser wirst? Kann sein. Hier halt nur Bilder dann. Oder darf ich was malen? Lass mich was malen. Okay, fang an. Warum in Braun? Was malst du da? Ich zeig dir das. Sieht aus wie eine Kackwurst. Wissen das echte Leute kaufen? Ich weiß es nicht. Ich habe das Video von PewDiePie nicht gesehen. Hä, hey, was ist das? Ein Tannenzapfen. Das ist so low. Das tut mir leid, Jordi. Wir haben künstlerisch weitreichendere Ansprüche als nur Tannenzapfen, okay? Ja, deswegen also musst du mal was dazu malen. Pass mal auf, schau mal hier. Ist das so ein Riesen? Ernsthaft? Das ist Kunst. Das ist Kunst, das darf so, das ist Kunst. Nein, nein, nein! Oh! Oh, kann man nicht rückgängig machen, ne? Nein, Kunst kann man nicht rückgängig machen. Warum hast du deinen Penis? Nein! Aber es sieht eigentlich geil aus. So, das ist sehr schön. Das ist so süß, dieser Frosch. Das kaufen wir, das heißt Le Fic Qui. Qui ist falsch geschrieben. Okay, meinst du, er kauft Le Fic Qui? Jordi, wir brauchen ein Motiv. Pass auf, lass mich überlegen. Ich male jetzt Dena. Ich, was? Dich? Okay, wir fangen mit dir an. Beginnen wir mit den Outlines. Wir haben hier deine Hand, so. Der will's kaufen für 26. Ist gekauft, Alter. Jeder Strich, den ich jetzt ziehe, ist ewig. Ich werde keine Striche neu setzen. Was sind das denn? Was ist das? Das ist cool, das ist Kunst. Das ist Kunst jetzt. Pass auf, warte. Der Mund. Das sind jetzt Brüste. Oh. Warte. Ich habe aber braune Augen. Ja, ja, braune Augen. Hä, das ist so voll geil. Warte, und jetzt kommen die Haare. Ich wundere mich immer, wenn Leute mir blonde Haare malen. Dann denke ich immer, ich habe doch keine blonden Haare. Aber hast du im Moment. Aber habe ich ja. Guck hier, braun, blond. Das ist mega, das ist mega. Perfekt. Kunst, perfekt, Leute. Perfekt, sehr gut. Okay, weiter, weiter, weiter. Dash ist Kunst. Kauf das! Er hat ein Auge drauf geworfen. Warum malst du ohne Leiden? Maggie, ist das dein Ernst? Wir sind Künstler, okay? Okay, verschwinde, Maggie! Verschwinde aus meinem Auge! Er will das kaufen, 23 Euro. Hier, nimm, 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 der Typ kauft alles. Klick drauf, ja, super. Mal Sturmwaffel. Sind das deine Augen? Ja. Ja, okay. Ich erkenne expressionistische Züge in deiner Arbeit. Okay. Man sieht, wie der Künstler sich mit aktuellen gesellschaftlichen Thematiken auseinandersetzt und in seinem Minimalismus das Weltgeschehen versucht abzubilden. Man erkennt ganz klar innerhalb der Bilder die Aufgerütteltheit des Künstlers. Ein Malvideospiel ruft ein aggressives Verhalten bei Teenagern davor. Ja, das stimmt. Mir reicht's! Keiner kauft meine Kunst! Der Künstler beschäftigt sich ausschließlich mit Porträtgemälden von derzeit bekannten YouTubern. Hier eine Abbildung des Simon Unges gepaart mit einem Sturmwaffel, Sturm Unge genannt. Und so hat auch hier die Künstlerin Jodie ein Mahnmal der deutschen Kunst erschaffen. Wopfel. Wopfel, perfekt. Ich würde sagen, ich male jetzt einfach mal. Einfach ein weißes Bild. Das wird krass. Boah, weißt du, ich habe noch eine Idee. Was denn? Ich bin noch nicht fertig. Okay. Ich will jetzt einen YouTuber malen. Okay. Baby's Beauty Palace. Oh, langweilig. Du hast zwar ein Bild gemalt, Mann, aber Kunst das nicht. Hör mal, Digga, du siehst aus wie ein Obdachloser, Alter. Verpiss dich. Geh irgendwohin Drogen nehmen, aber hör auf, mich mit meiner Kunst zu belästigen hier, Alter. Was hast du denn für eine Ahnung? Das hier, Jody, ich sag's dir, das wird wirklich gut. Ja, siehst du, er kauft 45, Alter. Okay, Bibi wird heftig. Vielleicht wird's auch Paluten. Ich weiß es noch nicht. Ich lass mich gerade führen, okay? Ich liebe dieses Setting von dem Spiel voll. Ich will das jetzt zu Hause einfach spielen, weil ich Bock drauf habe. Sieht schon aus wie Paluten, oder? Es sieht aus wie ein wütender Chinese. Ja, Paluten ist... Aber ich mag deinen Stil. Ich mag das, wie du die Nase malst irgendwie. Finde ich cool. Ich finde, das ist sehr schön. Ich finde das auch gut. Du könntest bestimmt richtig gut malen, wenn du das machen würdest mal. Ja, ich hab's verstanden, dass das Bild keiner kaufen will. So eine Scheiße, Alter. Wir müssen mehr malen. Ich muss mich jetzt hier konzentrieren, verdammt! Ich brauche ein bisschen Zeit. Das ist echt schon Kunst, was ich hier mache, oder? Ja, 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 super, aber beeil dich ein bisschen. Wir haben Zeit. Mehr. Guck mal, wie der Frosch tanzt, wenn du so malst. Mach mal. Oh, der wächst. Oh ja, oh, geil. So. Wow, hey, das sieht mega krass aus. Das ist eine Mischung aus Paluten und Bibi. Das hier, das hast du voll krass gemacht, diese Cheekbones. Ja, 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 ja. Heftig! Wir nennen es Palibi, Alter. Sehr gut, gefällt mir, sehr gut. Wird gut weggehen. Du bist dran, Jody. Mal uns zum Reichtum. Ah!
Weißt du, was das aussagt? Nee. Das ist die Hungersnot in Afrika. Kann man das hier irgendwie wegmachen? Weiß, kommt im Müll, in den Müll damit. Warte, ich brauche eine neue künstlerische Eingebung. Ja. Ich male diesen Typen, der hier die ganze Zeit vorbeiläuft mit der Mütze. Ich male ihn. So, sieht schon mal sehr gut aus. Siehst du, Palibi geht für 123 weg, Alter. Oh. Hat es ein Dreijähriger gemalt. Ja, Jody, deine Kunst scheint da nicht so gut anzukommen. Ich verstehe das nur nicht. Alter, ich liebe dieses Game. Es ist so geil. Es ist mega. Er schielt ein bisschen, ne? Mhm. Ist aber nicht schlimm. Mhm. Er liebt das Leben. Ja. Wir nennen es Pissatsch. Sehr gut, ich mag's. Jody, du bist dran. Mal uns etwas. Warte, ich will mal hier einmal kurz draufklicken. Was passiert denn, wenn man in die Kasse geht? Die leuchtet mir so viel. Miete, Einnahmen, ja, ist doch perfekt hier. Wein und Geld haben wir gekauft. So fade. Schnauze. Er kommt. Nein, nicht weitergehen. Das bist du. Ich hab dich gemalt. Komm schon, guck's dir an. Bitte. Hä? Er kauft sogar. Haha. Geh auf 100. Ja, passt. Er kauft 107. Ja. Alter, du hast ein neues Werkzeug. Wir haben neue Werkzeuge. Oh mein Gott, es geht immer weiter. Was könnten wir malen, dieser von Krieg so benebelten Zeit? Ich hab was, Leute. Perfekt. Das wird schwer, aber machbar. Expressionistisch, ja. Ich hab keine Ahnung, was ich rede, aber mir gefällt's. Das ist Kunst irgendwo. Ja, finde ich sehr schön. Finde ich gut. Das ist voll geil, dieses Spiel. Wie nennen wir das? Bitch. Du Bitch. Die Rechtschreibfehler sind ja schon klasse geworden, ja. Ne? Das ist jetzt, meine Freunde, das könnte sogar mein Meisterwerk werden. Das wird jetzt mein aufwendigstes Gemälde werden, Jody. Ja. Weil ich da auch das meiste Herzblut reinstecke, okay? Ja, das ist dir sehr wichtig, glaube ich, das Thema auch. Das ist einfach eine Sache, auf die man aufmerksam machen muss. Selber, du blödes... Nein, kann ich es noch bearbeiten? Nein! 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 Meine Kunst! In den Müll, weg damit, ich muss neu anfangen. Am allerwichtigsten bei dem Gemälde, was ich jetzt malen werde, ist der Kopf. Denn der Kopf ist das, was den Menschen ausmacht. Hat schon Pablo Picasso immer gesagt, damals. Ja, das habe ich gehört. Sehr schönes Gesicht. Könnte ja fast schon ein Supreme Leader sein. Oha, das ist das Neue, was wir gemacht haben. Sehr schön, wir haben ein neues Tool freigeschaltet, was mir überhaupt nicht gefällt. Kann ich leider nicht gebrauchen, es tut mir leid. Ihr gefällt das nicht? Oh mein Gott. Jody, deine Kunst wird scheinbar nicht so gut angenommen wie Nein, die meinige. Du bist echt besser als ich. Ich glaube, das heißt gerade für mich Einreisebann in ein bestimmtes Land. Wieso? Ist doch eine Hommage. Das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass dieser Mensch Spaß versteht. Ah, einer will es kaufen. 31 Euro nehmen wir, komm. Immer der mit dem Baguette, das ist mein einziger Fan. Sieht gut aus, oder? Ja, jetzt muss er wirklich, dieser Kragen muss noch dahin. Der muss dicker werden, wie der gerade eben, der war perfekt. Da muss er einen Strich. Nein, lass mich doch. Oh, danke. Jetzt kommen wir zur schönsten Seite des Ganzen. Das, meine Freunde, ist Kim Jong-un. Also, glaube ich. Ich find's schön. Kaufen. Kim Jong-dena. Perfekt. Okay, Leute. Das letzte Bild aus meiner Galerie wird ein Selbstporträt meines Seins, meines Künstlers hier. 209. Da können wir noch mehr rausmachen. Gott, er geht weiter runter. Nee. Glaub mir, es wird sich ein besserer Käufer dafür finden, Jody. 229. Cash Money Rain hier. Jemand ist auf Passepartouts arbeiten offen. Oh, Jody, wir werden hier von jemandem beobachtet. Da scheint jemand zu sein, der unsere Arbeit ein bisschen feiert, oder? Ey. Das ist genau das, was in meinem Kopf vorgeht, Leute, wenn ihr euch schon immer gefragt habt. Und muss einfach so Farbkleckse sein, anstatt ein Körper. Alter, das ist genial. Das ist so hart Kunst, oh mein Gott. Leute, ich glaube, dass ich damit wirklich reich werde. Soll ich es in dieser Einfachheit belassen? Nee, ich finde, es fehlt ein Tick Weiblichkeit. Doch was jetzt noch fehlt, sind einzelne Striche, die das gesamte Kunstwerk vollenden. Das ist Kunst, Jody, was ich hier gerade schaffe. Verstehst du das? Das ist wirklich Kunst. Nicht jeder ist ein Künstler, so wie ich es bin. Es gibt Leute, die sind dazu geboren und es gibt Leute, die sind dazu nicht geboren. Verstehst du, Jody? Das ist auch nicht schlimm, denn jeder kann seine Kunst anders ausdrücken. Ich zum Beispiel tue es durch meine Minecraft-Videos, denn die sind Kunst. Verstehst du? Das, was ich hier gerade schaffe, Jody, wird wahrscheinlich in die Kunstgeschichte eingehen. Ich nehme an, dass ich nächste Woche meinen YouTube-Kanal zumachen werde und dann als Künstler weiterleben werde, denn, wie ihr erkennen könnt, meine Freunde, ist meine Maltechnik an der Maus, naja, einwandfrei. Es kommt auf die Farben an, es kommt auf das gesamte Zusammenspiel an. Es ist wichtig, dass alles irgendwo passt, dass alles irgendwo gut aussieht. Es muss ineinander übergehen, es muss fließen. Kunst muss fließen. Kunst lebt dadurch, dass sie fließt. Und so, Jody, entsteht ein Meisterwerk. So entsteht ein Meisterwerk. Ich nenne es zur Ehrenpaluten Frosch-LP. Ich möchte noch ganz kurz gucken, wie Frosch-LP weggeht, meine Freunde. Ich würde sagen, wir malen noch ganz kurz ein Bild, was ich unbedingt gemalt haben wollte, weil es einfach sein muss, meine Freunde. Ihr kennt mich. Ohne dieses Bild kann ich leider nicht gehen. Ohne dieses Bild darf ich nicht gehen. Was ist das? Viele denken jetzt, das ist ein Penis, aber ist es nicht. Pass auf, denn es ist der rosarote Panther, nur verkehrt rum. Oh mein Gott, das hast du dir aber jetzt nicht ausgedacht. Siehst du? Und hier ist deine Zunge.
Guck, der rosa-rote Panther. Sehr gut, oder? Ja. Perfekt, Leute. 290! Ja! Sehr gut, Leute. Das war's von dieser wunderschönen Videoidee. Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt, ich hätte echt Bock, das weiterhin zu machen. Lasst einen Daumen hoch da. Keine Energie, ich mag sie. Maggie, halt deine Fresse, Mann! Du gehst mir auf den Sack mit deiner Scheiße! Mit deiner Negativität! Ich bin Künstler! Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, meine Freunde. Und ich würde sagen, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut bei Jody am Kanal vorbei. Auf Wiedersehen. Tschüss.